Im Amazonasgebiet in Brasilien wüten weiter zahlreiche Brände. Doch die Regierung des Landes weist die von den G7-Staaten zugesagten Millionenhilfen zurück. Die 20 Millionen Dollar sollten vielmehr dazu verwendet werden, die Wälder in Europa wieder aufzuforsten, heißt es aus dem Kabinett. Die 7 wichtigsten westlichen Industriestaaten, darunter Deutschland, hatten Brasilien die Hilfen auf ihrem Gipfel im französischen Biarritz zugesagt. Damit sollten vor allem Löschflugzeuge finanziert werden, wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte. Aus dem brasilianischen Kabinett hieß es dagegen, Macron schaffe es nicht mal, einen, so wörtlich, vorhersehbaren Brand in einer Kirche zu verhindern, die Teil des Welterbes ist. Eine Anspielung auf das verheerende Feuer in der Pariser Kathedrale Notre-Dame im April. Macron solle sich lieber um die Probleme bei sich zu Hause und in den, so wörtlich, französischen Kolonien kümmern, hieß es weiter. Das französische Überseegebiet Französisch-Guayana hat eine gemeinsame Grenze mit Brasilien. In ihm liegt ein kleiner Teil der Amazonaswälder. Die brasilianische Regierung hat Macron in den vergangenen Tagen wiederholt scharf angegriffen, weil der französische Präsident die Amazonas-Waldbrände auf die Agenda des G7-Gipfels gesetzt hatte. Der ultrarechte Präsident Jair Bolsonaro warf Macron eine so wörtlich kolonialistische Mentalität vor, außerdem eine Instrumentalisierung der Amazonas-Waldbrände sowie einen sensationsgierigen Ton. Das Amazonasgebiet ist ökologisch für die ganze Welt wichtig. Derzeit lodern dort tausende Waldbrände.